Ich bin auch mit dabei. Hast du denn keine Kopfschmerzen oder so? Kopfschmerzen kriege ich nur nach einer richtigen Schlägerei. Was war das? Ein gewaltiger Kampfpanzer. Okay, gib mir einen Schadensbericht. Der Bundesinnenminister forderte die Bundesbürger zu erhöhter Vorsicht auf. Den Hinweisen eines ausländischen Partners zufolge planen Terroristen Anschläge auf Zivilisten über Paketpost. Ein Paket für Sie. Für mich? Von wem? Bin Laden. Was ist da drin? Keine Ahnung. Aber es tickt. Schönen Tag noch. Schönen Tag. Paketdienst. Das ist nicht meins. Herr Krause? Ja? Dann ist das Ihrer. Von wem ist das? Versandt aus Berlin. Was ist da drin? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Alles okay bei Ihnen? Ja, alles okay. Okay. Dann bekomme ich eine kurze Unterschrift. Gerne. Wirklich alles okay bei Ihnen? Alles in Ordnung. Alles klar. Schönen Tag noch. Schönen Tag auch. Tschüss. Tschüss. Na, suchst du die Fernbedienung für deine Bombe? Ey, jetzt fang du auch nicht an. Die Leute haben Angst vor dir, ja? Ja. Und rate mal, was sie denken, wenn die mich mit dem Paket sehen. Du willst sie in die Luft jagen? Ich würd's glauben. Weil du genauso mediengestört bist wie die anderen. Treffen sich zwei Bomben im Keller, sagt der eine zu dem anderen, sollen wir hochgehen? Talha, lass mal treffen, dann geh weiter trinken. Talha, Bin Laden. Ja. Gib Vorurteilen keine Chance. Sei kein Abnicker der Medien. Ich sehe immer so Masse, ich hoffe, man nicht mal guckt. Ich bin kaputt gemacht. Etelixir, wie Karton als Amazon, ja. Für mich? Von wem? Nein, Olmad. Du musst mal für mich, nicht so laut, von wem? Komm. Bitte hier alles mit? Ja, alles offen. Na, bist du okay? Guck doch mal in die Kamera, Alter. Steht da wie so eine Statue. Nein, die Fernbedienung für deine Bombe? Oh, Bombe. Na, suchst du die Fernbedienung für deine Bombe?